Bei jeder großen Veränderung ist es in der Regel so, dass sich unser System neu ausrichtet, unser Körpersystem. Und da wir uns aktuell im Maya-Kalender, in dem Zolkin-Kalender, gerade in der Mitte des Zyklus befinden und auch in diesen Tagen in die mittlere Säule eintreten, erleben wir jetzt oft Regenerationen oder Neuausrichtung in der Mitte unseres Körpers. Das heißt in der Wirbelsäule oder auch im Bereich von Herzensangelegenheiten, die sich sowohl auf Beziehungen, aber auch auf die Berufung oder Bestimmung beziehen kann. Und eine Begleiterscheinung, die dabei oft auftritt und auch eben eine Form der Heilung, ist zum Beispiel Weinen oder dass man Tage hat, wo man besonders nah am Wasser gebaut ist, wie man immer so sagt. Und das hat auch alles seine Bewandtnis, denn immer bei der Veränderung lassen wir ja etwas Altes los und unser Körpersystem unterstützt uns dabei beim Loslassen, indem er das Alter aus unserem System herausspült mit Tränen und somit auch gleichzeitig das dritte Auge reinigt, sodass wir noch klarer sehen können und das erkennen können, was jetzt in unser Leben kommen möchte oder was verändert werden soll. Sozusagen aus der Mitte heraus. Diese Heilströme kommen aus der Mitte, aus dem galaktischen Zentrum, der Zentralsonne unserer Galaxie, und sie strahlen durch uns durch bis in die Mitte der Mutter Erde. Und wir befinden uns sozusagen zwischen Himmel und Erde und können diese Frequenzen somit besonders gut aufnehmen und durch die Mitte unseres Systems fließen lassen. Und unsere Ahnen haben schon oft damit gearbeitet. Die Essener zum Beispiel haben immer von dem Heilstrom des Lichts, des Klangs oder des Lebens gesprochen und dass man im Grunde genommen täglich mit diesem Heilstrom arbeiten sollte. Und ich selber erlebe den Heilstrom wie eine Art göttliche Nahrung. Also das, was wir ja kennen, ist die normale Nahrung, also Essen oder auch Trinken, was wir zu uns nehmen und wo wir uns auch täglich Zeit für nehmen, das aufzunehmen. Und es ist sozusagen die Nahrung von der Mutter Erde oder auch das Wasser, die Getränke von der Mutter Erde, ebenso wie zum Beispiel die Luft oder die Erdung, der Heilmagnetismus, den wir durch Barfußlaufen und so weiter von der Mutter Erde aufnehmen können. Aber es gibt natürlich auch göttliche Nahrung, die eben aus dem galaktischen Zentrum von uns herunter geströmt wird. Einiges nehmen wir über die Sonne auf oder auch die Mondenergien. Aber es gibt eben auch die Heilströme, mit denen wir insbesondere meditieren können und die wir in einer kurzen Meditation aufnehmen können. Und das ist wirklich die höchste Nahrung, die vor allem unsere Seele braucht. Und ich kann das auch bestätigen, dass das wirklich einen Riesenunterschied macht, wenn man diese göttliche Nahrung jeden Tag zu sich nimmt, macht das einen großen Unterschied im Leben aus.